Ja, der amerikanische Präsident will jetzt also auf höhere Zölle für europäische Autokonzerne verzichten. Frau Navidi, kann man das als Kehrtwende verstehen? Nein, das war lediglich eine Reaktion Donald Trumps auf die dramatische Talfahrt an den Börsen. Und man muss auch sehen, dass er und seine Berater im Weißen Haus, da fliegen die Fetzen. Was genau nervt Donald Trump eigentlich an den europäischen Autobauern? Wenn wir mal an BMW oder Volkswagen denken, die produzieren ja auch eine Menge Fahrzeuge hier in den USA. Donald Trump ist Deutschland, deutsche Autos, das Handelsbilanzdefizit, das ist ihm alles ein Dorn im Auge. Aber worauf es ihm wirklich ankommt, das muss man sehen, ist, dass Zölle für ihn ein Mittel zum Zweck sind im Hinblick auf China, um einen Regimewechsel herbeizuführen und im Hinblick auf Europa, um die Europäische Union auseinanderzubrechen. Und da denkt er, das beste Mittel, um dies zu tun, ist, die Wirtschaft zum Absturz zu bringen. Aufgeschoben ist jetzt ja noch nicht aufgehoben. Was passiert denn jetzt im Herbst, wenn wir an die Autozölle denken? Im Grunde genommen war das nur eine Ankündigung, die er jederzeit rückgängig machen kann. Und das muss man durchaus sehr ernst nehmen. Das genau vorher zu sagen, ist praktisch unmöglich. Man muss jetzt mal abwarten, vor allen Dingen, wie sich der Streit mit China weiterentwickelt. Und wenn man seinen Handel analysiert, dann sollte man das immer tun durch die Linse seiner Wiederwahl und seiner Machtkonsolidierung. Was würden Sie denn jetzt Brüssel, also der Europäischen Union, in dieser Situation raten? Sich unabhängiger machen, das heißt weg zu diversifizieren, einmal geografisch, dann natürlich besonders wichtig für Deutschland, wo jeder vierte Arbeitsplatz vom Export abhängt, aber auch branchenmäßig, denn man muss ja auch sehen, dass die Autobranche, die gerade so wichtig für Deutschland ist, sowieso aufgrund der Technisierung zukünftig immer weniger Arbeitsplätze generieren wird. Also insofern sollte man dort sich unabhängiger machen und das vor allen Dingen jetzt im Verbund mit der Europäischen Union. Frau Navidi, vielen Dank für das Gespräch.